Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. So, wir haben letzte Folge einen Lichtgeist getroffen, der uns gesagt hat, dass wir zum Wald gehen sollen, den Lichtgeist befreien und dadurch zum Mensch wieder werden können. Deswegen gehen wir jetzt in den Wald. Wenn wir da überhaupt durchkommen. Da ist nämlich so ein böses schwarzes Schild. Pass auf, sie ist dir gut an. Der Wald von Fione, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du das trotzdem wagen? Pff, ja, klar, muss ja, ne? Yeah. Sehr gruselig. Wald von Fione. Puh, mit so etwas kämpft man also in deiner Welt? Hm, ob man mit so etwas diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Wie ich immer. Ein Versprechen ist ein Versprechen, also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später. Es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht zu träge, wir wollen diesen Geist schließlich finden. Wald von Fero. Ich mag diese Schattenwelt nicht so wirklich. Na, guck mal, da kann ich was buddeln. Ein Herz und... noch ein Herz. Gut, ich lasse es mal. Vielleicht brauchen wir die noch. Oh nein. Da kommt jetzt irgendwas. Eins, zwei, drei. Was? Wie? Drei Viecher. Verdammt, sie haben uns angekreist. Aber die sollten uns bloß nicht unterschätzen. Im Grunde sind das kleine Fische, mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Das schaffst du sicher alleine. Los, mach sie fertig. Also, viel Spaß, man sieht sich. Was? Wie? Stirb! Hi! Fass! Na, oh Gott. Hä? Sie sind wieder aufgestanden. Ihhh, was soll das? Was dauert das so lange? Wenn von dem Biest nur noch eins übrig ist, dann erweckt es die andere mit seinem Schrei wieder zum Leben. Also gut, ich werde dir helfen. Mach einfach nur, was ich dir sage. Halte W gedrückt und baue ein Kraftfeld auf und wenn du loslässt, machst du alle im Kreis auf einmal fertig. Hey. So. Hat funktioniert.
Herzen, juhu. Ich brauche mal ein bisschen mehr Herzen. Fällt mir auf, 3 sind doch ein bisschen wenig. Aber gut. Ich glaube, wir haben den Lichtgeist gefunden. Hallo Lichtgeist. Sei vorsichtig. Der Wald hat sich verändert. Er wurde mit Schatten überzogen, von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern, Wesen der Finsternis, und Dämonen beherrschen jetzt das Land. Ich bin ein Lichtgeist. Du wildes Tier mit klarem Blick. Sprich mal ein bisschen schneller, sonst schlafe ich ein. Suche mein Licht, fülle das Strahlen, das die Wesen der Finsternis mir raubten. In diesen Tiegel. Du hältst den Tiegel des Lichts, sammle mit ihm den Licht, den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. In den Schatten sind diese Käfer. Ebenso wie Menschen. Unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit meinem Licht findest. Ah ja. Gut, ich sehe schon, da muss ich die Karte ein bisschen vergrößern dann auf dem Touchbildschirm. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichtes. Schön. Und wenn jetzt noch ein Zeitlimit kommt, dann kriege ich es kotzen. Na gut, dann gehen wir mal diese Käfer suchen. Mal kurz gucken. Suche ich hier. Ah, sehr schön. Da kann ich hier die Karte ein bisschen rumschieben auf dem Tablet. Ah. Ja, du sollst nicht graben, Gott. Bleib stehen. So. Vorne haben wir eine zweite Lichtkugel. Was? Nimm das mit. Yay, schon 2. Und bam. Ah, schau an. Verdammt. Na komm hier. Na komm. Na komm schon. Ach egal. Ach, da kann ich durch. Okay. Hey. So, mal schauen. Vielleicht sind hier auch noch irgendwelche Lichtgeister. Oder, nee, wie heißt nicht? Seelentau, Tropfen, irgendwie sowas. Also, eines hat mir auf der Karte noch angezeigt, oder? Das müsste genau hier drin sein. Und da komme ich nicht hier rein. Dann gehen wir doch mal da nach oben und steigen durchs Fenster ein. Und das funktioniert sogar. Hm, dort scheint es auch reinzugehen. Und schon bin ich drin. Oh. Was sind das für Viecher? Also, das habe ich noch nie gesehen. Ist
doch nicht normal, die sind ja riesig, wie eklig. Mist, komm bloß nicht zu nahe, haut schon ab. Ah, schauen, zwei Lichtgeister. Oder Lichttropfen. So. Oh, sie sind weg? Hm, was ist hier eigentlich los? So, und zwei weitere Tropfen. Gibt es da draußen vielleicht noch mehr von diesen Viechern? Ist ja widerlich, werde ich mich einfach mal hier drin verkriechen. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. So, dann mal auf die Karte glupschen. Gut, in diesem Bereich gibt es hier jetzt keines mehr. Dann begeben wir uns doch mal zum Tor. So, da komme ich durch. So, der nächste Käfer. So, und ab ins nächste Gebiet. So, Fledermaus tot. So, Viech auch erledigt. So, stirb. Ich will mein Schwert haben. Es ist viel besser, als mit diesem Hund zu kämpfen. Was ist das denn? Gut, dann gibt es vielleicht dort hinten. Töte es, töte es! Gut. Und hinten ist kein Lichtgeist. So, dann mal aus dieser Höhle raus und den anderen Waldabschnitt absuchen. Oh Gott. Lass mich raten. Giftiger Boden. Sehr hervorragend. So, wir haben hier Lichttropfen einmal in der Mitte. Und dann in dem Gebiet, wo es nach links rüber geht. Und da natürlich. So, sehr gut. Na gut, dann muss ich mich da jetzt irgendwie durchkämpfen. Denke ich jetzt mal. Geht's denn da weiter? Oh, geht es dort weiter? Ja, anscheinend. Und jetzt sind wir hier. Dann geht's ja, denke ich mal, da oben weiter. Mit diesen Fledermäusen. Oh, hallo. So. Zwei Käfer erledigt. Fehlen nur noch vier. So. Warte mal, Kamera ein bisschen da so drehen. Das ist so eine komische Pflanze. Yeah.
Und hey. Oh Gott. Schnell weg. So. Und hops. Und los geht's. Hey, wir haben es geschafft. Was war das? Ah, ich muss die ausgraben. Bleib stehen! Du blöder Käfer. So, sehr gut. Den Wald hätten wir auch durchquert. Dann können wir da jetzt weitergehen. Und die letzten zwei Tropfen einsammeln. Oh nein, nicht diese Viecher. So, drei Stück haben wir hier. So, eins, zwei. Und drei. Erledigt. Ist das eine Brücke? Warum steht hier eine Brücke rum? Ja gut, egal. Moment. Nö, hier gibt's nix. Hm? Achso, das ist der Laden. Hm. Vogel ist weg. Und die letzten zwei Lichter sind dort vorne. Irgendwo sind Gegner. Ah, da ist er. So, dann holen wir uns die letzten zwei Tropfen. Ach, da ist der arme Affe. So. Einen Käfer. Und zwei Käfer. Ich bin gerettet? Seitdem der Boss durchgedreht ist, tauchen hier ständig die fürchterlichsten Monster auf. Hab gesehen, dass auch die Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Wald ist irgendwie seltsam. Was da nur passiert? So, der Seelentau ist komplett. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Dabei war alles so schön dunkel. Was ist nur so toll an diesen sogenannten, an dieser sogenannten Welt des Lichts? Hm, man sieht sich. Sieht so aus, als wäre dieser Lichtgeist eine Art Affe. Mein Name ist Fionn. Ich bin einer der Lichtgeister, die über Hyrule wachen. Die Göttinnen vertrauten mir diesen Wald an. Auserwählter. Du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur tastend diese Schatten erforschen.
fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet? Sie ist ein Zeichen der erwachten Kraft, der Kraft, die dir, dem Auserwählten, innewohnt. Betrachte nun deine neue Gestalt. Na, ich bin wieder ein Mensch und habe andere Klamotten. Dein grünes Gewand trug einst der von den Göttinnen auserwählte Held. Trage es als äußeres Zeichen deiner inneren Kraft. Dein Name ist Link. Du bist der von den Göttinnen auserwählte Held. Nun, Link, auserwählter Held. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schrein tief im Inneren dieses Waldes. Diese verbotene Macht wurde von uns Lichtgeistern vor Äonen mit einem Bannfluch an den Schrein gebunden. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Jetzt jedoch scheint es sie nötig, um die Welt von dem König der Schatten zu retten. Willst du diese Macht nutzen, so begib dich zu dem Schrein, den du im Inneren dieses Waldes finden wirst. Okay. Weil du der auserwählte Held bist, hast du dich in dieses wilde Tier verwandelt. Schade eigentlich, vielleicht wärst du eher glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Also, was tust du? Gehst du zum Schrein? Wunderbar, ich habe in diesem Schrein nämlich auch was zu erledigen. Und du willst doch bestimmt deinen Freunden helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal ein wenig an. Du von den Göttinnen auserwählte Held. Man sieht sich. Schön. Ja. Endlich wieder. Also endlich, was heißt wieder? Endlich mal Schwert und Schild. Sehr gut. Na gut, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge erkunden wir dann diesen Schrein im Wald. Dann war es das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.